Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Küchenhäupler YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Kücheninsel. Dieser Trend zur Kücheninsel ist mittlerweile schon ein sehr lang anhaltender Trend, verständlicherweise, denn es macht die Küche einfach offener, kommunikativer. Die Küche wird zu einem Ort der Begegnung, weil die Kücheninsel eben oft das Kochen und das Essen und das Wohnen miteinander verbindet. Es gibt verschiedene Arten der Insel. Es gibt freistehende Inseln, aber eben auch andere Arten. Man muss einiges beachten bei den Anschlüssen und um all diese Dinge geht es heute in diesem Video. Fangen wir an mit den unterschiedlichen Inselformen. Einmal gibt es diese klassische freistehende Insel, wo man einmal drumherum laufen kann. Aber für diese Version der Insel braucht man einiges an Platz. Deswegen muss man nicht unbedingt auf eine Insel verzichten, wenn man den Platz nicht hat, sondern man kann auch eine Halbinsel planen, die also an einer Seite an die Wand anschließt und wo man nur auf der anderen Seite drumherum laufen kann. Oder was man auch planen kann, ist eine U-Küche, wo halt quasi ein Schenkel des Us als Halbinsel in den Raum reinsteht. Es gibt also diese einzelne freistehende Insel, die nur an eine Wand anschließt, oder auch die Verbindung mit dem Rest der Küche. Das bezeichnet man dann als U-Küche mit Halbinsel oder auch als G-Küche mit Halbinsel. Zur Verdeutlichung werde ich mal ein paar verschiedene Skizzen hier mit einplanen, dass man einfach besser versteht, was ich damit meine. Ich kann dir hierfür auch mein Buch empfehlen, Auf Herd und Nieren. Da gibt es auch ein Kapitel über die unterschiedlichen Küchengrundrisse und auch über die unterschiedlichen Arten von Inseln, die man so planen kann. Kommen wir im zweiten Punkt zu den Funktionen einer Kücheninsel. Eine Kücheninsel kann im Wesentlichen vier unterschiedliche Funktionen erfüllen. Sie kann Arbeitsinsel sein, wenn sie wirklich möglichst großflächig Arbeitsfläche bietet. Sie kann eine Kochinsel sein, das ist, glaube ich, so das, was man am allerhäufigsten sieht, dass man das Kochfeld auf der Insel hat und zum Raum hin kocht. Sie kann eine Spüleninsel sein, wo man also alles, was mit Wasser zu tun hat, in der Insel integriert hat. Und im vierten Punkt kann sie auch eine Stauraminsel sein, dass man wirklich sagt, hier habe ich ganz viele Schubläden und kann ganz viele Dinge verstauen. Meistens ist es so, dass die Kücheninsel nicht nur eine Funktion erfüllt, sondern sie ist jetzt zum Beispiel Kochinsel und Staurauminsel. Man kann also auf der Insel kochen und hat noch jede Menge Stauraum in den Unterschränken. Oder sie ist eine Spüleninsel mit Stauraminsel. Oder sie ist eine Kochinsel mit viel Arbeitsfläche, mit Spüle und allem drum und dran. Also die Insel kann viele verschiedene Funktionen erfüllen. Ist natürlich auch abhängig davon, wie viel Platz man für die Insel zur Verfügung hat. Kommen wir im dritten Punkt mal auf das Thema Maße zu sprechen. Ganz allumfassend. Ich möchte das jetzt nicht so limitieren auf eine bestimmte Quadratmetergröße, weil man kann auch in relativ kleinen Küchen eine Insellösung generieren. Aber so unter 15 Quadratmeter wird es relativ schwierig. Aber man kann auch in geschlossenen Räumen ohne Wohn-Essbereich im Anschluss auch eine Insel integrieren. Ist ein bisschen schwieriger, aber es ist möglich. Genau, so ab 15 Quadratmeter ungefähr kann man eine Insel planen. So, jetzt mal zu den Maßen der Insel an sich. Also eine Insel ist klassischerweise zwischen 95 cm und 1,20 m tief. Sie kann auch tiefer sein, sie kann auch weniger tief sein, aber so zu 90% rangiert es irgendwo zwischen 95 und 1,20 m in der Tiefe. In der Länge kann man eigentlich nahezu jede Länge realisieren. Allerdings ab einer bestimmten Länge muss die Arbeitsplatte geteilt werden. Das ist ein bisschen vom Material abhängig, aber gerade wenn man in Granit plant oder auch bei Keramik ist man einfach auf bestimmte Längen, auf maximale Längen beschränkt und danach muss die Arbeitsplatte geteilt werden. Das kann man auch machen, aber oftmals ist so eine Teilung nicht ganz so schön. Deswegen muss man sich vorher auf jeden Fall informieren, was ist die maximale Länge der Arbeitsplatte, die möglich ist. Kommen wir noch abschließend auf das Thema Durchgänge zu sprechen. Durchgangsbreiten halt vor allen Dingen. Also ich plane mal ganz gern eine Durchgangsbreite links und rechts von der Insel von 1,20 Meter. Natürlich ist auch einmal 1,10 Meter möglich oder auch mal nur 1 Meter, aber je breiter, desto besser und ich orientiere mich immer an diesem 1,20 Meter. Wenn das dann zu eng wird, dann würde ich mir überlegen,
ob man die Insel nicht so ganz mittig vor die Küche setzt, sondern so ein bisschen außermittig, dass man zumindest einen breiten Durchgang von 1,20 Meter hat und dass der andere Durchgang dann etwas schmäler wird. Ein ganz beliebtes Thema beim Thema Insel sind Sitzplätze, die man an die Insel anfügt sozusagen. Da gibt es verschiedene Varianten, die man realisieren kann. Zum Beispiel, man kann eine Theke auf die Insel aufsetzen, wo man sich dann so mit Barhockern dran setzt. Die kann direkt auf der Arbeitsplatte aufliegen oder etwas erhöht mit Stützfüßen auf die Arbeitsplatte aufgesetzt werden. Neben dieser Thekenlösung gibt es auch noch eine andere Variante, zum Beispiel, dass man die Arbeitsfläche selbst aufnimmt und etwas länger zieht. Also dass man hat zum Beispiel eine 95 cm tiefe Insel und zieht sie einfach nochmal 25 cm mehr raus, sodass man sich von einer Seite an die Insel setzen kann. Das ist auch eine beliebte Variante. Dann braucht man jetzt nicht zusätzlich nochmal eine Theke aufsetzen. Man muss nicht zusätzlich eine weitere Farbe mit ins Spiel bringen, sondern man kann die Insel so belassen, wie man sie haben möchte. Man kann sie auch von allen Seiten weiterhin als Arbeitsinsel benutzen, aber wenn man möchte, kann man sich eben auch direkt an die Arbeitsfläche mit hinsetzen. Was man auch machen kann, was jetzt nicht so häufig gemacht wird, aber was auch durchaus denkbar ist, man kann zum Beispiel an die kurze Seite einer Insel einen Tisch weiterführen und sich dann wirklich, also quasi die Insel direkt mit dem Essplatz kombinieren. So dann hat man eine ganz langgezogene Insel, optisch langgezogene Insel durch den angegliederten Esstisch. Und dann hat man Essen und Kochen auch wirklich so in einem miteinander verbunden. Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Optionen, wie man einen Sitzplatz mit in oder an die Insel integrieren kann. Ich werde hier mal ein paar verschiedene Optionen mit einblenden, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt. Genau, und dann gehen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum Thema Anschlüsse, ein ganz wichtiges Thema bei der Kücheninsel. Denn gerade bei einer freistehenden Insel muss man die Anschlüsse unbedingt in den Boden planen. Ganz wichtig, weil ansonsten hat man einfach keinen Strom oder Wasser, wenn man es benötigt, in der Insel zur Verfügung. Wenn man keine freistehende Insel plant, sondern eine Halbinsel, können die Anschlüsse unter Umständen auch in die Wand geplant werden, also in die Wand, wo die Insel sich anschließt, dass man da die Anschlüsse plant. Aber bei einer freistehenden Insel müssen sie unbedingt in den Boden integriert werden. Ich blende die hier als kleine Unterstützung mal eine Checkliste ein, da kannst du dir mal einen Screenshot machen, worauf du bei der Planung einer Insel bezüglich der Anschlüsse unbedingt achten solltest. Vergiss auch nicht die Steckdose für ein Steckdosenelement in der Insel, weil das wird häufig vergessen. Und das ist aber ganz praktisch, wenn man sagen kann, man hat noch eine integrierte Steckdoseneinheit, zum Beispiel in der Arbeitsplatte oder seitlich in der Wange oder auch in einer Frontblende, dass man einfach nochmal einen Anschluss hat, wenn man zum Beispiel das Kochfeld auf der Insel hat und mal einen Pürierstab betätigen möchte. Braucht man einfach den Strom in der Insel und das sollte auf keinen Fall vergessen werden. So, das war's von meiner Seite zum Thema Kücheninsel. Wenn du noch weitere Anmerkungen hast, notiere es gern unten in die Kommentare. Auch wenn du Fragen hast, ich beantworte dir alles gern. Und wenn du dir noch mehr Inspiration zu deiner Küchenplanung wünschst, folg uns gerne auf Instagram oder auch auf Pinterest. Da gibt es jederzeit ganz viel Input zu den verschiedensten Themen und da kannst du auch ganz gewiss ganz viel mitnehmen. Schön, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.